Hallo, heute möchte ich euch einen Produkttest von mir zeigen. Den habe ich durch den Rossmann Blogger Newsletter bekommen. Hierbei handelt es sich um eine Mascara von Max Factor. So könnt ihr das sehen. So, von Max Factor, die Masterpiece Glamour Extensions 3-in-1 Volume Mascara. In dieser Mascara sind so 12 Milliliter enthalten in der Farbe Schwarz. Oder steht es auf dem Kopf? Oder auch nicht? Nee, doch nicht. Also in der Farbe Schwarz. Die Mascara habe ich jetzt einige Zeit schon liegen und auch getestet. Und ich möchte auf jeden Fall erstmal mit dem Positiven anfangen. Sie hat erstmal ein sehr interessantes Bürstchen. Jetzt hört ihr mein Kind im Hintergrund gerade laufen. Aber das soll uns jetzt mal nicht davon abhalten. So, fixiert erstmal das Bürstchen. Also ihr seht, es hat ein flaches Bürstchen. Ich versuche das mal ein bisschen einzufangen. So sieht man das, denke ich mal, ganz gut. Das ist ein sehr flaches Bürstchen. Und genau, ich wollte mit dem Positiven anfangen. Es ist wirklich sehr schwarz. Eine Schicht und die Wimpern sind schwarz. Sie gibt sehr gut Farbe ab und trennt sehr gut die Wimpern. Aber ich komme mit ihr nicht klar. Also ich kann sie für meine Wimpern nicht benutzen. Ich habe blonde Wimpern, ich habe sehr dünne Wimpern. Von der Länge her sind meine Wimpern okay, finde ich, aber sehr dünn. Und dadurch, wenn ich das bei mir benutze, sieht das aus, als wenn ich nur vereinzelt Wimpern hätte. Weil, wie gesagt, die macht komplett die Wimpern richtig dunkel und definiert jede einzelne Wimper und dadurch sieht das aus, wenn bei mir immer Lücken zwischen den Wimpern sind. Dadurch kann ich sie selber nicht benutzen. Ich gebe sie jetzt auch weiter. Sie hat schon einen neuen Besitzer gefunden. Ich wollte euch bloß das Video vorher abdrehen. Ich möchte euch bloß einmal, oh, das steht aber auf dem Kopf, einmal kurz dieses Bürstchen. Ich hatte mir extra den Zettel rausgesucht. Also so sieht das Bürstchen aus. Und das hier ist die Ansicht, wenn man es von vorne sehen würde. Dann könnt ihr noch sehen, einmal die Seite mit sehr kurzen Borsten und eine Seite mit langen Borsten. Und so sieht die auch wirklich aus. Also ich müsste euch jetzt das Bürstchen komplett einmal abwischen, um euch das zu zeigen. Aber das soll jetzt ja nicht unsere Sorge sein. Wie gesagt, die Mascara von Max Factor habe ich zum Test von Rossmann bekommen über den Blogger-Newsletter. Habe mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall ein herzliches Danke an Rossmann dafür. Wenn die Mascara meine Wimpern, so wie sie definiert, auch noch voller wirken lassen würde, dann würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Dadurch, dass es bei mir aussieht, als wenn ich leere Flecken in den Wimpern hätte, als wenn ich da teilweise keine Haare hätte, ist sie für mich leider nichts. Wie gesagt, ich habe sie jetzt schon einmal weitergegeben. Sie wurde auch schon einmal ausprobiert und bei dunklen, vollen Wimpern. Und bei den dunklen Wimpern habe ich gesehen, sieht sie richtig gut aus. Also ich würde sagen, wenn ihr dunkle Wimpern habt, kann ich sie wirklich empfehlen, wenn es euch so geht wie mir, dass ihr wirklich hellblonde Wimpern habt, müsst ihr es für euch austesten. Vielleicht kennt ihr ja die Mascara, habt damit auch schon Erfahrungen gesammelt. Wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß. Mit meinen Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!